Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ihr seid auf den Kanal Hannibal Gaming gelandet oder mit einer Rakete auf meinen Kanal gestürzt. Soweit bin ich gerade aufgestanden, habe mich gleich in meinen Lagerhaus begeben und mach mal jetzt Musik an für euch, liebe Leute, um etwas mehr Spannung hier reinzubringen. Und wir fangen hier mit dem gleichen an. Und das alles sollte jetzt auf HD sein. Ihr müsstet alles super erkennen. Und ich wollte jetzt eigentlich etwas Holz aus der Kiste nehmen, um mir eine neue Farm zu bauen, um unsere Kisten, seit wann sind Tiere Kisten, um unsere Tiere dort, reinzubringen, um, ja, warte, ich bin jetzt gerade nicht so konzentriert, weil ich hier gerade was mache, erst 4 Zäune, ja, da haben wir, so, das, glaube ich, reicht auch vollkommen, 64 Zäune, also da können wir, da sind wir ja nicht bemängelt dran, so, hätten wir hier Essen machen wir oder auch uns mal ein paar Brötchen, das könnten wir hier so gleich mal machen, so, da, 5 Brötchen, da ziehen wir uns doch mal gleich eins rein. So. Und hier noch. Gut, da packen wir doch mal das hier gleich wieder rein. Hier, das brauchen wir alles gar nicht. So. Dann machen wir doch unsere Zäunchen dran und gehen hier gleich mal hoch. So, jetzt wäre die Frage, wo wir unsere Tierfarm hinbauen. Ich habe so eine kleine Idee. Ich denke, dieser Platz wird uns ja reichen. Den werden wir dann auf eine Ebene bringen und hier mal unsere Tierfarm hineinbauen. So, haben wir eine Schaufel. Das werden wir doch mal gleich als erstes machen. Eine Schaufel. Jawohl. So, wo ist denn unsere hier? Ist unser Lagerhaus. Da werden wir uns doch gleich mal eine Schaufel bauen. Beziehungsweise gleich zwei, dass wir hier auch schon mal gleich ausgerüstet sind. Genug Sticks haben wir. So. So, die erste Schaufel und die zweite. Das restliche Holz könnten wir hier gleich mal in unsere Kiste packen. Das packen wir doch mal gleich hier so rein. Und ja. Jetzt gehen wir mit unserer super coolen Schaufel nach unten und graben etwas rum. So. So, so, hoho. Wie machen wir das jetzt alles? So. So. Müsste eigentlich passen, obwohl ich jetzt eigentlich daran denke, ob uns der Platz eigentlich, ja, gut tut oder so. Ich weiß ja nicht so ganz. Ich hätte das alles eher hier, obwohl ich habe eine Idee. Ich weiß schon, wo wir unsere Tierfarm bauen. Und zwar nicht hier, sondern hier eher. Da unten, das passt doch wunderbar da unten. Genau, da werden wir das alles machen. So, da werden wir uns erstmal unser Dirt hier weghauen. So. Hier mal auf einen auf Minecrafter. Und hier mal das ganze Dirt weghauen. So, viele Blumen haben wir hier. Muss ich mal so spontan mal sagen. Und unser Bett haben wir immer noch dabei. Das bauen wir jetzt mal kurz aus. So, da. Ich hoffe, das Dirt, das reicht dann auch so. Upsala, ein kleiner Chunk-Fehler. So.
das passt doch jetzt. Hier werden wir dann anfangen. Ich weiß auch gar nicht, ob das erstmal eine große Farm sein wird. Da müssten wir hier dann auch noch ein bisschen weiter bauen. Und ich würde sagen mal, wenn ich jetzt so spontan nachdenke, werden wir die so groß beibehalten. Gut. So, das müssten wir dann auch wegmachen, weil da Zombies etc. reinkommen. Wenn wir hier das nicht gescheit einzäunen, hier mal die Blumen weg. Und ja, ich habe zu... So, das reicht ja. Das reicht eigentlich. Das... Upsala, ein kleiner Fail. Hier, das können wir dann alles wegmachen. Gut. So. Die Blume, die kommt hier mit. So. Ja, für das erste wird das natürlich reichen. Hier lassen wir einen kleinen, lassen wir das frei, um uns eine Tür reinzubauen, die wir jetzt hier gleich machen werden. Da gehen wir hier jetzt ab nach unten und bauen uns eine Tür. So. Da haben wir die schon. Und jetzt geht's ab nach oben. Mit einer wundervollen Melodie gehen wir nach unten und kloppen unsere Tür rein. Wunderbar. Jetzt fehlen auch nur noch die Tierchen, die hier uns unseren Spaß bereiten. Und hier werde ich mal ein auf Rasenmäher spielen und hier mal unseren ganzen Blumen pipapo absamen. So. Da und hier und da. So. Und schon ist hier nichts mehr im Wege für ein paar Tierchen. Ich würde sagen, wir sind hier schon am Abend und beziehungsweise es wird gerade Nacht, deshalb gehen wir hier auch in unsere schöne Bude und werden hier mal schlafen. Oh je, darunter ist doch irgendwas. Da werde ich jetzt mal sofort nachgucken. Das nervt mich. Hier. Da ist aber nichts. Das einzige Problem ist, wenn ich jetzt hier schlafen will, ja, sag mal, wenn ich hier schlafen will, dann geht das alles nicht. Oh, doch, diesmal geht es, super. So, wunderschön. Ah, Emine. So, unsere Bäume werden wir jetzt mal ein Ende zubereiten, obwohl wir müssen noch eine Spitzhacke bzw. Axt machen. Das heißt ja alles gar nicht Spitzhacke, wie ich das so immer formuliere. So, hier. Na, drei brauchen wir. Genau. Ja, nicht vier. So. Dieses Let's Play, merkt ihr natürlich, läuft alles ins Ruhige aus, denn wir müssen mal ein bisschen mehr... Ja, chilliger an die Sache rangehen. Denn sonst geht das hier alles viel zu schnell. So. Nebenbei könnten wir ein paar Tierchen aufsammeln. Wobei ich jetzt gleich mal wieder in das Lagerhaus gehe und mir ein paar... Unkraut hol, oder wie man das auch nennen mag. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt. Ich nenne das ja immer Weed. So heißt es ja auch. Ja, Weed. Ja, dann nehmen wir uns mal einen ganzen Brocken mit.
Hier 36. Ab nach oben. So. Hoppala. So, du kommst hier mit. Unsere Sepplinge. So, dala. Das sieht alles sehr schön aus, wie ich das eingepflanzt habe, wenn ich das mal so sagen darf. Auf jeden Fall, was nehmen wir mit? Ich glaube, wir nehmen uns ein paar Schweinchen mit. So. Hallo Schwein, ich wollte dich jetzt nur mal ein bisschen entführen. Willst du mit? Ja. Nehmen wir uns doch mal gleich deinen Bruder mit, oder? Nein, nicht das Hühnchen, dein Bruder. So, das einen nehmen wir hier mit. So, dann kommt ihr alle drei einfach mal mit. So, kommt's mit. Ja, mit. Ich gehe auch extra langsam für euch. So, muss ich auch mal hier so zwischendurch mal nach hinten gucken. Ob hier auch alle mitgehen. Das Hühnchen hat jetzt schon keinen Bock mehr. Naja, mir sind ja in erster Linie nur die Schweinchen wichtig. So. Kommt sie mit. Hier kommt sie in einen neuen Stall. So. Hier. Dann könnt ihr auch erstmal ein bisschen rummachen und rumpoppen. Und hier kommt. Hier einmal noch rum. Komm du lieber. So. Das klappt ja alles. Super. Hier, du kommst auch mit, du Dicker. So, jetzt können sie mal miteinander paaren. So. Und ein Babyschweinchen. Süß. Was wir noch brauchen, ist ein Schaf. Denn wir brauchen... Jo, da kam keins raus. Haben wir noch Eier? Nee, haben wir nicht. Na gut, dann werden wir uns jetzt mal Schafe besorgen. Denn wir brauchen so weit bald Wolle. So. Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Wo ist meine Wolle? Sonst werde ich hier zum Knolle. So, wo ist Wolle? Hier mit meinem super coolen Optifine kann ich ja durch die ganze Landschaft gucken. Und ja, ein alleingelassenes Schweinchen, das seine Brüder sucht, die ich gerade entführt habe. Ja, der macht sich wahrscheinlich total Sorgen, wo der Udo und der Chris ist. So, hier mal gucken. Wir brauchen ein Schaf. Hier wieder ein Ei. So, wo könnten wir Schafe finden? Schaut ja alles sehr trocken zu sein hier. Ja, eine Kuh mal zwischendurch hier, die hier hochspringt. Hier auch gleich die nächste Kuh. Oh, da hinten sehe ich auch schon einen Kürbis. Super. Was wir mal zwischendurch so finden könnten, ist eine Melone. Und da vorne ist ein Schaf. Beziehungsweise Melonenkerne. Die findet man ja eigentlich nur unter der Höhle. So. Komm, Schaf. Ja, du brauchst hier gar nicht so rummuhen. Mensch, Meier. Ja, würde das alles mal ein bisschen schneller gehen, wäre ich auch mal froh. So, der nächste Schaf hier, gleich. Die können dann auch gleich miteinander paaren. So. Drei Lebewesen folgen uns hier auch schon. Kommt. Ja, ihr seht schon, das alles dauert sehr lange, bis sie daherkommen. Und ich habe jetzt mal so auf die Uhr geguckt
und sehe gerade, dass wir bei 15 Minuten angekommen sind. Ich sag hier mal Tschüss. Ja, die Kuh sagt hier auch gleich Tschüss und der Schaf auch und der Schaf auch. Ihr seht mich in der nächsten Folge, wie ich diese drei Tiere bei mir in das Stall hier bisschen, ja komm hier mit, bisschen verführe. Wir sehen uns bis dahin. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.